Ja, Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar, ja, YouTube macht ja in letzter Zeit einige Faxen. Da läuft einiges nicht mehr so ab, wie es mal abgelaufen ist. Und zum anderen wollte ich euch auf jeden Fall was sagen, denn in einigen Videos sieht man nicht mehr, wo die Werbung geschalten ist. Ich meine, wenn ihr ein Video über 10 Minuten habt, könnt ihr selber Werbung schalten. Zum Beispiel, keine Ahnung, dreimal mitten im Video, eins vor und eins danach. So, und dann seht ihr immer so gelbe Balken. Diese Balken seht ihr auf jeden Fall nicht immer. Und es liegt nicht daran, dass das Video nicht mehr werbefreundlich ist oder so, sondern einfach, ich weiß nicht, ich habe gemerkt, am PC sieht man es auf jeden Fall nicht mehr. Dann kommt nur noch zum Beispiel, in 5 Sekunden kommt eine Werbung, steht dann rechts unten dran. Aber wenn ihr es noch vom Handy anschaut, da seht ihr auf jeden Fall noch Balken, also da kommen noch Balken. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, am PC, da kommen keine mehr. Keine Ahnung, vielleicht wollen die es nicht mehr anzeigen, dass man da nicht irgendwie überspringt. Oder wenn man sieht, da sind 3-4 Mal Werbung geschalten, dass man das Video dann wegklickt. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall sieht man das nicht mehr. Also das liegt nicht daran, dass ein Video nicht mehr werbefreundlich ist. Monte hat es auch in seinem Stream erwähnt, da bei diesen Prank Bros, die haben so einen ASMR-Kanal. Und ja, dass die Videos nicht werbefreundlich sein. Ich denke aber, am PC sieht man es nicht. Ich muss mal schauen am Handy. Vielleicht sieht man dann die Werbung. Ich weiß auch nicht, was dazu in letzter Zeit abgeht. Ich denke, die wollen den größten Teil, was sie nicht auf ihrer Plattform haben wollen, einfach ausmisten. Mit Strategie einfach ja, aussortieren und die von der Plattform ja, entfernen. Das sind Personen, gegen die YouTube einfach vorgeht. Egal was es ist, den Kanal einfach zu löschen, Strikes reinzudrücken oder irgendwelche Abo-Buttons zu entfernen, ist schon krass. Aber man merkt auf jeden Fall, dass die nur noch werbefreundliche Videos auf ihren Plattformen haben möchten. Also wie gesagt, das war ein kleines Update zu YouTube. Also jetzt wisst ihr auf jeden Fall, dass die Werbung nicht mehr angezeigt werden. Und wenn ich was Neues weiß, dann werde ich es euch auf jeden Fall wissen lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und folgt mir auf Instagram.